guess you look happier, you. A friend told me one day I feel it too. I could try. Hey Leute, heute zeige ich euch verschiedene DIYs, Rezepte und Outfits für Ostern und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Für das erste DIY braucht ihr Eierschalen, außerdem noch Ostergras und Dekoküken oder Schokokugeln oder so. In das Ei schlagt ihr einfach vorne so ein Loch rein und dann könnt ihr auch das Ei rausholen, dann habt ihr diese leere Eierschale. Und dann braucht ihr ein bisschen Ostergras, welches ihr dann mit einer Heißklebepistole in die Eierschale klebt. So sieht das dann aus und da müsst ihr dann nur noch euer kleines Küken oder eure Schokoeier reintun und fertig seid ihr. Für das zweite DIY braucht ihr ganz viele verschiedene Kunstblumen. Außerdem braucht ihr noch eine Schale, eine Tasse oder einen Joghurtbecher oder so. Und einen biegsamen Löffel oder generell biegsames Besteck. Ihr fangt damit an, dass ihr euer biegsames Besteck so in eure Schale klebt, wie ihr das hier seht. Und dann klebt ihr an das andere Ende eure Tasse. In die Schale klebt ihr dann eure ganzen Kunstblumen. Ihr müsst einfach die ganze Schale komplett einmal vollkleben. Und dann müsst ihr noch den Löffel hochkleben, dass das bis in die Schale reicht. So sieht das dann aus und das sieht quasi so aus, als würde aus der Tasse die Blumen in die Schale fließen. Und dann kommen wir schon zum dritten DIY und dafür braucht ihr Pappe und Schablonen von Vögeln und Küken, die ihr euch am Computer ausgedruckt habt. Außerdem braucht ihr noch Garn. Als erstes übertragt ihr alle Teile von eurer Schablone auf die Pappe. Und das Ganze schneidet ihr dann natürlich noch aus. Dann müsst ihr das Ganze noch zusammenlegen und zusammenkleben. Und dann könnt ihr noch Augen auf eure Vögel und Küken malen. Dann müsst ihr die natürlich noch auffädeln, damit ihr die auch an eine Girlande hängen könnt. So sieht das dann aus und dann müsst ihr es einfach nur noch an eine große Schnur machen und dann ist eure Girlande auch schon fertig. Jetzt zeige ich euch noch eine Geschenkidee, obwohl ihr natürlich alle Deko-Sachen verschenken könnt. Und dafür braucht ihr einen Nagellack und ihr müsst noch aus Pappe Hasenohren und Hasenaugen und alles mögliche aus Pappe ausschneiden. Dann klebt ihr die Ohren und das Gesicht auf euren Nagellack drauf. Und mit einem Edding könnt ihr dann noch Wimpern und so da drauf malen. Jetzt fehlt nur noch ein Wattebällchen hinten, was dann das Hasenschwänzchen darstellen soll. Und dann seid ihr auch schon fertig. Für dieses Rezept müsst ihr Kokosraspeln mit Eiweiß vermischen. Guckt ihr einfach so die Mengenangaben ab, bis euch die Konsistenz gefällt. Dann könnt ihr das Ganze noch mit Agavendicksaft süßen. Und das Ganze kommt dann in solche Muffinförmchen. Drückt das Ganze wirklich gut am Rand fest, damit das auch zusammenhält. Und das Ganze muss dann bei 150 Grad für ca. 15 Minuten in den Ofen. So sieht das dann aus und dann geht es auch schon weiter. Ihr braucht nämlich jetzt noch Schokoeier, die ihr einfach da drauf legt. Und dann braucht ihr wieder Kokosraspeln, die ihr diesmal mit Lebensmittelfarbe grün gefärbt habt. Und die legt ihr dann einfach da drum. Und schon habt ihr euer kleines Osternest. Für das zweite Rezept braucht ihr Frischkäse, den ihr in eine Schüssel gebt und dann mit gelber Lebensmittelfarbe einfärbt. Am Ende muss das dieses typische Kükengelb sein und dann braucht ihr ein gekochtes Ei, welches ihr schält. Und dann müsst ihr oben so eine Art Deckel abschneiden und das Eigelb, so gut es halt geht, rausholen. Das ersetzt ihr dann mit eurem Frischkäse, den ihr einfach da drauf gebt und so ein bisschen in eine runde Form gibt. Ein kleines Stück Möhre dient dann als Nase und zwei Körner als Augen.
Dann setzt ihr wieder den Deckel auf und fertig seid ihr. Für das letzte Rezept braucht ihr Oreo-Kekse oder dunkle Kekse und ihr braucht nur den Keksteil davon und den müsst ihr dann in kleine Krümel schlagen. Dann braucht ihr Nutella und das müsst ihr einfach in so ein kleines Dessertglas füllen und das gut verteilen. Ihr könnt die Nutella auch mit Sahne vermischen, aber ich fand Nutella so auch gut. Und darüber kommen dann eure Kekskrümel. Und darüber kommen dann wieder gefärbte Kokosraspeln, die Gras darstellen sollen. Da rein könnt ihr dann auch irgendwelche Süßigkeiten oder so legen und fertig seid ihr. Jetzt zeige ich euch noch zwei Outfits. Alle Infos zu denen findet ihr in der Infobox. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.